Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, eine neue Folge, eine neue Woche und weiter geht's mit Cities Skylines. Wie angekündigt geht es heute um die Infrastruktur, nämlich um Infrastruktur Autobahn. Und keine Sorge, es wird nicht langweilig, denn es gibt sehr, sehr viel zu tun. Wir haben ja das Grundkonzept der Autobahn bzw. unseres Stadtautobahnteils auf Stelzenbauweise haben wir ja soweit vorgegeben. Das heißt, wir bauen da nichts Neues. Wir werden das Ganze nur optimieren, ein bisschen verschönern und das Ganze ja noch ein wenig detailgetreuer bauen im Sinne des Bereichs nach der Landstraße, wo die Straße dann nach links rüber geht, Richtung Gewerbepark hinüber. Und da möchte ich mir anschauen, können wir eventuell noch einen Autobahnabfahrtspunkt irgendwo einsetzen oder bleibt das Ganze dann so? Das Ziel ist, so viel wie möglich an Autobahn fertig zu bekommen, natürlich mit der Lane-Mathematik, also damit wir auch die Fahrspuren richtig verwenden können und. Also, es gibt einiges zu tun, fangen wir an und ich will auch gar nicht zu lange darüber mit dir darüber philosophieren, sondern es geht einfach ans Eingemachte und wir arbeiten gleich mal weiter. Also ich habe hier festgestellt, dass hier, nachdem wir das Ganze hier überarbeitet haben, haben wir hier eine neue Höhe und um die geht es eigentlich jetzt in erster Linie. Dazu werden wir uns aber jetzt einmal nur die Nodes holen, weil das einfacher ist. Da kann man nämlich ein wenig leichter hier arbeiten. Also eine der Dinge, die mir jetzt gleich auffällt, ist einmal, dass wir hier eigentlich den Node da ist ein Node zu viel. Das ist das Problem, darum wirkt das so eigenartig. Da müssen wir nämlich den hier entfernen. Das ist der von der unteren Straße, dann sind wir da eigentlich gleich, genau. Das passt schon einmal. Dann machen wir da gleich weiter. Holen uns. Das ist der falsche. Holen uns die Nodes hier wieder zusammen. Wichtig ist für mich, dass das schon so parallel wie möglich verläuft, weil umso leichter tut man sich dann mit der Höhenanpassung. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Weil hier haben wir zum Beispiel einen Node, aber hier haben wir keinen. Da wäre der nächste erste. Ah, da ist er. Ist doch da. Okay, dann gehen wir jetzt mit STRG H auf dieselbe Höhe wie hier. Kontrollieren das Ganze. Ja, da passt ohne weiteres noch ein Fahrzeug unten durch. Das sieht auch gut aus. Die Stelzenbauweise werden wir natürlich noch eine Zeit lang so behalten. Aber hier könnten wir eventuell, wobei, ganz ehrlich, das können wir auch so lassen. Wenn wir jetzt Folgendes tun. Es ist, für mich ist jetzt wichtig, dass jetzt hier ja kein Fehler passiert. Und zwar, ich will alle auf einer Höhe haben, bis zu einem gewissen Punkt. Das ist die Frage, sind wir da nicht schon? Ich glaube, da gehen wir eh schon, ja. Sehen wir eh gleich. Das nehmen wir sich da überall mit. Genau, weil hier muss dann schon rauf.
Die bleiben auf einer Höhe. Somit bleibt das auch auf einer Höhe. Genau. Schon ziemlich knackig jetzt langsam. Genau. Weil die sind ja nur eine seitliche Auffahrt. Die bleiben auch auf der gleichen Höhe. Genau. Die müssen rübergehen. Da haben wir, das haben wir hier, das haben wir hier, das passt. Also eigentlich, wenn wir jetzt mit Steuerung H sagen, okay, wir wollen dieselbe Höhe wie hier. Zack. Dann sieht das schon einmal nicht so schlecht aus. Hier passt es auch. Genau, das ist dann nicht mehr so steil. Das sieht auch sehr gut aus. Ja, perfekt. Schauen wir sich das noch mit der Bahn an. Kommt die Bahn da noch unten durch? Ja. Ja. Das klappt schon. Ja, das ist schon ziemlich eng hier. Könnte man natürlich jetzt sagen, okay, wir machen die beiden hier ein wenig höher. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Und da unten ist ein Node. Und da ist ein Node und die machen wir noch. Jetzt haben wir ein Autosave drin. Und die machen wir noch ein bisschen tiefer. Ja. Dann passt das. Das ist brauchbar. Das gefällt mir. So, jetzt kommt der nächste wichtigste Punkt an dem Ganzen. Wir müssen hier auf jeden Fall noch weiter runter. Und dazu hätte ich mir überlegt, dass wir jetzt Folgendes tun. Und zwar, wir nehmen... Was habe ich jetzt gemacht? Oh, ich habe den Node entfernt. Ups. Zack. Genau. Perfekt. Also, wir schließen das. Wir nehmen hier den Node. Nehmen die Nodes hier. Genau. Und machen wir mal alle auf eine Höhe. Steuerung H. Zack. Genau. Und jetzt gehen wir einfach runter. Jetzt wäre es nicht schlecht, wenn ein LKW kommen würde. Da kommt schon was Größeres. Dankeschön. Ups. Das ist zu tief. So. Ja, definitiv zu tief. So. Ja. So, das ist okay. So lassen wir das. Jetzt holen wir uns das Tool hier und sagen von hier. Nach hier. Zack. Von hier nach. Von hier nach hier. Zack. Ja, das sieht gut aus.
Muss ich mir das hier mal noch kurz ansehen. Da hat es auch gerade so ausgesehen, als wäre das... Hoppla, ja. Boah, das passt aber schon. Jetzt dasselbe. Von hier außen herum. Bis dorthin. Passt. Was macht denn er jetzt? Was habe ich jetzt getan? Kann man die rückgängig machen? Nein. Egal. Nehmen wir die Notes hier. Bringen die auf dieselbe Höhe wie die hier. Genau. Machen jetzt Folgendes. Jetzt mal Gefälle. Von hier entlang darüber. Dann müssten die gleich bleiben. Ja, sehr gut. Und dasselbe in die Richtung. Von hier nach da. Perfekt. Genau. Und dasselbe in die Richtung. Von hier nach da. Ich liebe diesen Node Controller. Ah, Node Controller. Dieses Network Multitool. Das ist tatsächlich ein Multitool. Wird eine wunderschöne Auffahrt. Also wirklich. Wunderschön. Mit sanften Schwüngen. Was will man mehr? Und tatsächlich ist das schon erledigt. Lass mal die Zeit wieder laufen. Dann sieht man es besser, wenn sich da was bewegt. Ja, perfekt. Jetzt können wir hier mit dem Node Controller das hier noch so machen. Dann schauen wir sich das hier an. Das passt. Also die Fahrspurverbinder sind alle richtig gesetzt. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja. Dann brauchen wir das Ganze noch hier. Und hier ist es eigentlich am... Ja, perfekt. Was will man mehr? Dann haben wir das hier auch schon erledigt, weil da unten sind wir eigentlich auch schon fertig. Jetzt können wir hier noch schauen, gibt es hier die Möglichkeit, dass wir sagen, wir würden ganz gerne... Eigentlich nicht. Also das sage ich ganz ehrlich, das ist nicht notwendig. Das machen wir so. Das darf so bleiben. Das nehmen wir. Machen so. Das nehmen wir. Und machen wir so. Das darf gern so aussehen. Das darf gern so aussehen. Ja. Perfekt. Hier machen wir noch so, 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 so und so. Und dann schauen wir einmal, ob das genutzte Oberfläche. Nein. Bürgersteig. Ja, das gefällt mir besser. Ein
meine, man könnte hier eventuell sogar sagen... Könnte man rein theoretisch... Die... Wenn ich die Linie hier... Ich hier sage, ich will hier kreative Netzwerke. Wenn ich hier jetzt sage, da müsste ich die hier nehmen. Genau. Könnte ich rein theoretisch jetzt... das hier so machen. Das hier so machen. So. Perfekt. Und wenn ich jetzt hier bei dieser Linie hier, das muss dann die sein, wenn ich bei der jetzt auch sage, ich will dekoratives Netzwerk, will hier die hier, dann haben wir dasselbe. So. Und hier so. Und das sieht komisch aus. Das heißt, wir müssen das sogar so machen. Und das so. Aber das sieht um einiges besser aus. Was wir hier noch machen können, ist, dass wir sagen, okay, wir wollen euch beide hier so haben. Und wir wollen dich so haben. Dann sieht das auf jeden Fall um einiges besser aus. Was wir fix noch machen können, ist, dass wir sagen, du kommst weg. Dann sieht es natürlicher aus irgendwie. Nur das sieht komisch aus. Aber es sieht trotzdem besser aus als vorhin. Also lassen wir das auch so. Ich will da jetzt gar nicht allzu viel irgendwie hier. Genau. Genau. Hoppla. Durchgezogen. 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 Und hier machen wir das so. Und sagen Winkel. Genau, den will ich haben. Perfekt. Jetzt von hier nach hier. Und von hier nach hier. Dann das Ganze noch ein wenig nachgezogen. Hier auch. Hier auch. Und dann passt das. Und dann sieht das gut aus. Und ergibt auch einen Sinn. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz. Genau. Hoppla. Also ab hier. So. Dann haben wir das ja auch. Dann ist es ihnen hier verboten. Die. Also so wie es auch mit den Fahrspurverbindern gelöst ist. Hier sich hier noch irgendetwas einfallen zu lassen,
das nicht so ganz im Sinne des Erfinders ist. Und hier können wir eigentlich, wenn wir jetzt das Ganze kopieren, können wir das hier eigentlich einfügen. Hey, und er hat sogar erkannt. Na bitte. Und dann schauen wir sich das noch an. Und auch hier hätte ich gerne für die Optik den Strich noch so gezogen. Perfekt. Gut. Gefällt mir. Da unten sind wir auch schon soweit safe. Hier haben wir noch das Problem, dass wir das brauchen. Dann würde ich ganz gerne diese Striche hier mal auf jeden Fall länger machen. Ja. Dann kopieren wir das. Fügen das hier ein. Wählen den hier aus, sagen, du bist durchgezogen. Kopieren das Ganze, die ganze Vorlage und fügen die hier ein, anwenden und wundern uns jetzt, warum wir hier eigentlich einen gelben Strich haben. Habe ich irgendwas verpasst oder sind das zwei verschiedene Straßentypen? Das ist doch ein grüner Strich. Ah, ein gelber Strich. Grün, ja genau. Ich bin schon farbenblind. Aber das ist doch ein gelber Strich. Und das ist ein weißer Strich. Sind das zwei verschiedene? Das muss ich mir jetzt anschauen. Was bist du? Aha. Das bist du. Aha. Dich eigentlich? Nein, kann ich nicht. Äußerst seltsam. Okay. Ganz eigenartig. Gut, aber das soll uns weiter nicht stören. Wichtig ist, dass die Autobahn funktionell ist und das ist sie. Das passt hier alles. Hat wirklich schneller geklappt, als ich gedacht habe. Das möchte ich noch gleich schauen, weil hier war ja ursprünglich mal die allererste Einfahrt in die Stadt. Das war hier. Wahnsinn, oder? Folge 1. Hier begonnen quasi. Also hier quasi den ersten Kreisverkehr nach der Autobahnabfahrt. Und schon irgendwie interessant, was sich da in den, wirklich muss man schon fast sagen, Jahren entwickelt hat. Und ja, Wahnsinn. Mittlerweile Folge 200, das muss man auch dazu sagen. Also so lange hat es noch kein Let's Play von mir geschafft, weil ich hatte schon mal 100 geknackt und dann war das so verbuggt schon das Spiel und überhaupt nicht mehr spielbar und da musste ich immer wieder neu anfangen. Aber ich bin froh, dass ich mit dir gemeinsam heute Folge 200 als Infrastrukturfolge Autobahn sozusagen bauen kann bzw. durchführen kann. Denn ja, erstens einmal, ich baue sehr gerne an den Autobahnen und ich baue vor allem sehr gerne an der Infrastruktur. Und deswegen ja, freue ich mich umso mehr, Folge 200 mit dir gemeinsam erreicht zu haben. Gut, dann sind wir hier eigentlich soweit fertig. Ich will nur noch ein paar Kontrollblicke machen und gleichzeitig auch schauen, was hätte man denn überhaupt noch für Möglichkeiten. Kann man zum Beispiel hier nicht auch noch, lass mich hier mal was probieren, und zwar
Man sieht, ich bin immer noch in der gleichen Aufnahme wie in der letzten Woche. Das ist noch alles eingestellt vom vorigen. Was wäre, wenn ich jetzt sage, Gruebel und Rico? Und das sind diese Wall-to-Wall. Gibt es nur Vanilla? Wie schauen denn die eigentlich aus? Aber wir haben ja andere Modelle auch. Also, was haben wir denn da? So, nur Ricos. Custom. Okay, nur Ricos. Nehmen wir mal nur Ricos und schauen mal, was man da so bauen könnte. Ja, tatsächlich könnte man hier eine Ikea hinsetzen. Meistens hat man ja in der Nähe von der Autobahn, wir könnten eigentlich überhaupt noch ein neues Gewerbegebiet schaffen, weil tatsächlich haben wir da hinten eins, wir haben da drüben eins und wir könnten tatsächlich hier mein Autobahnanschluss ist indirekt vorhanden. Ja, die haben keinen richtigen Autobahnanschluss. Das ist das Problem. Wobei, hier hätten sie einen. Das heißt, wir könnten ja rein technisch gesehen sogar... Wir könnten ja rein technisch gesehen sogar wirklich... Ich will mir hier nochmal anschauen, was hier eigentlich so alles gibt. Was haben wir hier? Da haben wir noch viel mehr. Aber das sind Low Commercial. Ein paar solche Gebäude. Ein Hyundai-Händler. Ein Lidl. Ich will nicht schon wieder irgendwo eine Tankstelle hinpflanzen. Weil man könnte tatsächlich, ja, man könnte tatsächlich die Straße hier nehmen und sagen, wir haben hier einen Autobahnanschluss. Und wir wollen mit diesem Autobahnanschluss hier dran, beziehungsweise wir verwenden es, um hier dran zu kommen. Dann nehmen wir das hier alles weg. Keine Sorge, wir geben einiges wieder zurück. Ich will jetzt mal hier Platz machen. So. Dann schauen wir sich das an. Das sieht nicht schlecht aus, wenn das hier so parallel läuft. Man könnte jetzt natürlich hier noch Querverbinder machen, aber warum sollte man das machen? Wow, da ist ziemlich viel Verkehr. Ist die Ampel hier notwendig? Ja, sie ist schon notwendig. Es läuft einfach besser mit einer Ampel. So, also die sind schon einmal zufrieden, dass sie hier rüberfahren können. Die haben dann auch eine Möglichkeit, ohne das hier zu verwenden, direkt auf die Autobahn zu gelangen. Und wir werden jetzt hier beginnen. Ich meine, wir könnten... Was haben wir denn hier alles? Chevrolet. Haben wir noch so ein Möbelkraft. So, wenn ich jetzt hier gehe auf alle und dann sage ich hier Metro. Ich
will eigentlich das Metro-Geschäft haben. Habe ich das nicht? Überblicke ich das jetzt nicht? Da ist er, oder? Metromarkt, genau. Der ist schön groß. Metros befinden sich meistens in der Nähe von Autobahnen. Somit, Gebäude existiert bereits. Das heißt, ich habe dich da drüben irgendwo hingesetzt, oder? Nein. Moment einmal, wo habe ich dich hingesetzt? Dort. Oder? Also Ikea? Da ist der Metro. Hopp. Moment. Andersrum. Und zwar, mithilfe der Movit Mod, Gebäude markieren, Gebäude kopieren. Und jetzt habe ich es doppelt. So, dann wandern wir da jetzt rüber zu unserem neuen Bereich und pflanzen das gute Teil. Hier. Jetzt will ich ehrlich gesagt. So, zack. Jetzt müsste sich dann gleich hoffentlich genau in Normalbetrieb setzen. Dann schauen wir sich das an. Richtig, wir haben hier den Anlieferverkehr. Dazu müssen wir noch Folgendes tun. Wir brauchen eine 1U. Eine 1 ohne Parkplatz. So. So. Dann machen wir hier mal fix. Das so, das so. Machen da mal ein wenig auf. Genau. Nehmen jetzt gleichzeitig das so. Und habe ich den jetzt verkehrt rumgesetzt? Natürlich habe ich den jetzt verkehrt rumgesetzt. Ach. So, zeig dich nochmal. Ja, da ist der Anliefer. Gut, dann Novitmod Gebäude ausgewählt. Ausgewählt, umgedreht. Perfekt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wir brauchen hier noch Parkplätze. Nämlich ja, machen wir es so. Nehmen wir das, dann gehen wir hier auf das hier, dann kriegen wir das, was wir brauchen. Und dann sagen wir hier auch riesiger Parkplatz. Yay! Ja, ich sollte vielleicht mit der Movit Mod hier auch Nodes einaktivieren. Dann klappt es auch mit dem Verschieben. So. Machen wir das lieber so, weil man sieht, es fängt schon wieder blöd an zu glitschen. Und, genau. So. Zack, zack.
viel besser. Ja. Das können wir so lassen. Jetzt würde ich hier ganz gerne noch alle. Dann würde ich hier nochmal gerne Metro eingeben. Dann haben wir hier dieses Metro-Schild. Das kommt auf jeden Fall hier rein. Ja. Jetzt haben wir noch irgendwo das kleine Metro-Schild. Kommt hier hin. Perfekt. So. Und jetzt brauchen wir das hier noch einmal. Das hier. So. Passt auch. Wir holen uns jetzt noch mit dem Node Controller. Genau, dann machen wir das so und das so. Und das so. Dann sieht das schon viel sanfter aus. Dasselbe können wir hier auch machen. Genau, hier auch. Passt. Jetzt bauen wir hier noch Parkplätze. Nehmen wir noch die hier wieder. Und dann die kleinen und dann sieht das richtig cool aus. Jetzt brauchen wir hier noch die Entfernung der Bäume. So, das passt. von 200 Besuchern und ziemlich viele Arbeitskräfte. Ja. Dann würde ich hier noch gerne erstens einmal das hier entfernen, ein neues Kästchen aufmachen. Hier würde ich wieder sagen Rico. Dann suchen wir, ja, machen wir eine Tankstelle hin. Warum nicht? So. Jetzt. Ja. Okay, das kann man auch so lassen. Dann machen wir das auf. Das ziehen wir auf. Hier sind wir. So. So. Das passt. Dann hätten wir das auch erledigt. Und was ich jetzt noch gerne machen möchte, ich würde noch trotzdem ein paar Einkaufsmöglichkeiten würde ich, das sieht ja komisch aus, das würde ich trotzdem noch gerne tun. Naja. Okay. Wir können hier noch mit den Concrete-Platten arbeiten. Da würde ich ganz gerne bitte Folgendes tun. Keine Taxis, keine Busse, keine Fahrzeuge. Es ist wirklich nur eine Lieferstraße. Weil so kann man nicht arbeiten. Die Achter.
Dann hätten wir das hier auch. Hier haben wir den Metromarkt. Jetzt können wir hier noch ist man schon fast ein bisschen zu groß. Den könnte man in die Richtung setzen. Geht sich auch nicht aus. Wir könnten... Nein, das kann man nicht. Wir könnten... den zum Beispiel noch so hinsetzen. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Obi brauchen wir auch nicht. Das so dran setzen und versuchen das Ganze so vielleicht so. Dann lassen wir das so. Jetzt haben wir wieder ein bisschen die Nachfrage nach Gewerbe nach unten gedrückt. Lassen das einpendeln. Autobahnanschluss haben sie. Das ist okay, da können wir auch auf jeden Fall noch das hier aufmachen. Und auch hier das erledigt. Jetzt müssen wir das noch deaktivieren. Und es scheint recht gut zu funktionieren. Man hat hier ein neues Gewerbegebiet. Gleichzeitig haben wir die Autobahn und jetzt sieht das viel besser aus, weil das nicht mehr so ein hohes Konstrukt ist. Haben wir die Autobahn mit der Landstraße verbunden, mit dem Bezirk Landstraße verbunden. Wir haben da nach hinten eine ordentlich passende Höhe angewendet. Ich finde das gar nicht so schlecht, bis auf, dass wir da vielleicht noch diese Zacken entfernen. Da können wir ja ohne weiteres noch ein bisschen glätten. Größer. Genau. Dann glätten wir das hier aus. Das sieht richtig cool aus. Hier noch entlang. Kann man auch so machen. Hier noch, da noch, dort noch. Haben wir jetzt wieder ein Autosave drin? Nein, das war nur ein kurzes Aufflackern. So. Schauen wir sich das an. Das nehmen wir weg. Ja. Perfekt. Ganz ehrlich, gefällt mir. Jetzt haben wir hier noch Platz. Den heben wir sich auf. Denn da wird sicher noch was kommen. Wir haben eine neue Verbindung da hinüber geschaffen. Jetzt haben wir eventuell mehr Möglichkeiten für die Fahrzeuge, sich hier zu entscheiden, auf die Autobahn aufzufahren. Das ist einfach einfacher für die Leute und somit denke ich, dass das Ganze ja, sich mit der Zeit einpendeln wird. Und hoppla, mit diesem Bild, eher so, mit diesem Bild werde ich mich jetzt von dir verabschieden. Ja, wir sind wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Das heißt, es waren jetzt 2 Folgen am Stück in der Aufnahmeserie für dich, ohne Unterbrechung, 2 Wochen City Skylines. Ich freue mich wie immer auf das nächste Mal. Wünsche dir wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, City Skylines. Bleib gesund. Servus.